Hallo meine lieben Gamer-Freunde und ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen ersten Start in den April. Ich muss jetzt leider euch die Nachricht verkünden, ich werde mit meinem Kanal aufhören. Das rentiert sich einfach nicht so, das Let's Playen bei mir, und deswegen steckt da so viel rein und ich krieg so wenig zurück. Deswegen habe ich mich entschlossen, damit aufzuhören, und ja, das nur ein kleiner Scherz am Rande. April und April, ne? Nein, ich hier wieder mein, ich würde sagen, einfach meine Spiele-News natürlich wieder. Da wird nicht viel kommen. Ich mache jetzt auch nur ein Blabla-Video. Ich habe jetzt auch nicht so Lust, viel zu cutten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass ich das einfach so runterraspel jetzt. Ich beginne jetzt einfach mit den Spiel-News. Meine Spiel-News. Ab nächste Woche. Ich bin ja so unvorbereitet. Sekunde, ich guck mal eben in den Kalender rein, wo ich alles drin habe, stehen drin habe. Ab dem 7.4.2014, ist ein Montag, gibt es nun auch Deponia 3. Also Goodbye Deponia wird dann starten, das neue Projekt. Läuft auch noch parallel zu Assassin's Creed und Mass Effect, also gibt es drei Hauptprojekte jetzt so gesehen. Das liegt auch daran, dass Assassin's Creed so ein gewaltiger Brummer ist. Ich habe jetzt über 100 Folgen bereits und ich weiß nicht, wann ich dieses Spiel jemals beenden soll. Und es wird für dieses Jahr schon wieder ein neues Assassin's Creed eingeleitet, angekündigt. Und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, es gibt quasi einen Hauptprojektstrang, der sich nur auf Assassin's Creed beschränkt. Das heißt, weil ich will ja noch die anderen Teile irgendwann spielen und ich weiß nicht, wann ich das schaffen soll, wenn ich für jedes Video irgendwie gefühlte 200 Folgen brauche, für jedes Spiel 200 Folgen brauche und dann schon in diesem Jahr wieder ein neues Assassin's Creed kommt. Ich will aber auch natürlich noch weitere Spiele zeigen und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, einfach Goodbye Deponia nun anzufangen. Also wie gesagt, das werdet ihr dann nächste Woche Montag sehen. Assassin's Creed läuft natürlich kunterbunter weiter. Es wird jetzt wirklich über Jahre wahrscheinlich noch ganz, ganz viel Assassin's Creed geben, wenn ich noch die anderen Spiele irgendwann dann da mal zukomme, die zu Ende zu spielen, beziehungsweise überhaupt anzufangen. Mass Effect, da muss ich ganz ehrlich sagen, bei Mass Effect habe ich ein bisschen den Schwierigkeitsgrad unterschätzt. Es ist ein grandioses Spiel, es ist natürlich wirklich sehr, 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 sehr verstrickt alles. Man muss da wirklich echt aufpassen, um überhaupt zu checken, was man tun muss. Aber Mass Effect ist ein super geiles Spiel, kann ich nur jedem empfehlen, der echt mal ein bisschen was Schwieriges wieder spielen möchte. Mir macht das riesigen Spaß und hätte wirklich Freude dran. Ja, Raiders. Raiders ist ja so ein kleines Problemkind die ganze Zeit. Ich habe da über 200 Folgen, das heißt, ihr werdet dieses Jahr wirklich noch gut bedient damit sein. Ich zeige das fünfmal in der Woche, also ihr kriegt da noch zigtausend Folgen, bis ich Level 40 bin. Ich für meinen Teil habe jetzt aber entschlossen, mit Raiders aufzuhören, weil Raiders sich einfach nicht mehr so... Ja, es ist einfach... Bei Raiders ist es einfach so, das Spiel, es bietet so viel Potenzial und das Potenzial schöpft einfach niemand aus. Es gibt keine Events, es gibt nichts Spannendes in dem Spiel, was man quasi macht, außer Farben. Und es langweilt mich. Ich meine, die Kampfgeschichte, wirklich diese Kampftechnik, dieses Kampfdesign, das ist wirklich genial. Das ist auch das, was ich an Raiders so sehr geliebt habe. Aber es ist einfach, wenn das Spiel nicht viel bietet, dann kann auch diese Kampftechnik nicht mehr viel rausreißen, leider. Und deswegen habe ich für meinen Teil entschlossen, ich werde mit Raiders aufhören. Aber wie gesagt, über 200 Folgen noch. Ihr seid das ganze Jahr noch bedient damit. Dann habe ich mit Perfect World New Horizon weitergemacht mit der lieben Anne. Wir sind jetzt Level 9, Level 10. Das heißt, wir werden immer noch... getrennter Wege gehen müssen leider, und aber bis Level 20 sind wir dann wieder vereint, das heißt, und dann gibt es wieder, also es ab Level 11, ab Folge 11 ist es nämlich so, dass ihr parallel gucken könnt, das heißt, Anne zeigt eine Folge 11, ich zeige eine Folge 11, weil wir getrennt sind in der Zeit. Und deswegen nehmen wir beide gleichzeitig auf, und wenn wir wieder Level 20 sind und wieder vereint, gibt es dann eben diesen Wechsel zwischen zack, zack. Ich habe derweil dann auch noch jetzt endlich Hitman Absolution gekauft. Das ist das Spiel, was ja nach Mass Effect kommt. Und ja, und ich habe ein neues Design in die Videos integriert. Das wird ihr aber erst sehen, wenn Goodbye Deponia läuft. Das wird dann auch für alle zukünftigen Projekte laufen. Und ja, das ist jetzt auch so das von meiner Seite aus gewesen. Wie gesagt, lasst irgendwas da, wenn ihr Wünsche habt. Unten in meiner Kommentar, in meiner Infobox sind noch meine ganzen sozialen Netzwerke natürlich verlinkt, wo ihr mich liken, followen,
twittern, was auch immer könnt. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren April. Feiert Ostern schön und bis dahin. Tschüss.